Ja, hallo und herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind heute da in Spielberg. Tenere Österreich Präsentation. Das erste Mal in Österreich die Gelegenheit, mit der neuen Yamaha 700 Tenere zu fahren. Neben mir ist der Luki. Ich bin der Herbert Lindner, Offroad-Experte auf 1000 PS. Widme mich jetzt ein bisschen mehr auch dem Thema Reise-Enduro. Ist auch mein erster Test für euch. Der Luki ist vom Snowboard, geht jetzt auch zu Enduro, Motorrad, alles, was rund um Fahrzeugbewegen stattfindet. Wir werden das Motorrad jetzt für euch Probe fahren, werden Sie das einmal anschauen. Ich glaube, das wird eine ganz leibende Geschichte. Bleibt dran, wird lässig. Ja, bei mir da ist jetzt der Wolf, Wolfs Bike und Tour. Ihr kennt ihn schon auch von unserem Kanal und natürlich auch von seinem eigenen. Servus Wolf, grüß dich. Du bist gerade zurückgekommen, habe ich gesehen, mit der ersten Ausfahrt von der Tenere. Wie war's? Leiwand, muss ich wirklich sagen, leiwand. Das Motorrad ist so, wie ich mir eine Reiseentour vorstelle. Also das hat nichts drauf, was man nicht braucht. Ich habe immer gepredigt, dass ein Motorrad unter 100 PS keine Traktionskontrolle braucht. Das bin ich einmal erhört worden und das funktioniert. Also ABS kann man wegschalten. Ich sage jetzt, wenn ich einen ganz einen kleinen Kritikpunkt suche, dann ist es so, dass man das ABS nur komplett wegschalten kann, so wie es früher immer einmal war, wie es zum Beispiel bei meiner 2011er Tiger 800 ist und nicht, wie es heutzutage vielleicht schon üblich ist, dass man es nur am Hinterrad deaktivieren kann, weil vorne ABS, das macht schon oft auch einen Sinn. Also wenn man, das ist vielleicht für das nächste Modellupdate ein guter Ansatzpunkt, aber sonst habe ich jetzt auf dieser kleinen Runde überhaupt nichts gefunden zum Aussetzen. Okay, und wie war das jetzt? Seid ihr gefahren Straße, Meerstraße und Gelände? Also ich habe schon gehört, wir dürfen da richtig, also wir sind auf einer richtigen Geländestrecke unterwegs, gutes Enduro-Potenzial, aber wie viel Prozent und wie hart war das jetzt wirklich? Naja, es war nicht wirklich hart, weil ja doch ein paar Leute mit waren, wo die Veranstalter wahrscheinlich nicht abschätzen können, wie weit die dann auch kommen. Wir sind zuerst ein bisschen auf der Straße gefahren, um das Motorrad kennenzulernen. Da habe ich schon mal gemerkt, die ist richtig kurvengeil. Also das 21 Zoll Vorderrad ist überhaupt keine Bremse für die Kurve, wie manche Leute vielleicht auch glauben oder befürchten. Also die geht wirklich, die reagiert auf jeden kleinen Lenkimpuls. Und dann sind wir schon ein bisschen in Schotter reingefahren und ein paar so sag jetzt einmal, soft Enduro-Passagen mit leichten Wellen, mit ein paar Steigungen und das, die hängt satt am Gas, die reagiert auf sehr, sehr, sehr direkt aufs Gas, das muss man sich dran gewöhnen, aber total easy zum Fahren, die Position beim Stehen ist angenehm, also das passt, also für den Einsatzzweck, was man Enduro oder Reise-Enduro fahren will, perfekt. Also ihr seht schon, das Motorrad dürft wirklich das versprechen, wofür es auch steht, wie es ausschaut. Wolf ist ganz begeistert, ich kann schon gar nicht mehr erwarten, ich werde jetzt auch meine Sachen zusammenpacken, ich bin schon halb angezogen, der Herbert Lindner wartet schon auf mich, wir gehen es jetzt an. Gut Luki, jetzt bist du auch zurück von der ersten Runde, wie waren die Eindrücke, wie hat es dir getaugt? Unfassbar leiwand, also ganz ehrlich, ein Motorrad für den Preis mit solchen Offroad-Eigenschaften und auch Straßeneigenschaften eigentlich, die Performance. Ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich muss jetzt mein Geldbeutel irgendwo wegstecken, einsperren, verstecken, weil ich bin hin und weg. Meine Erwartungen sind echt übertroffen worden. Ja, absolutes Traummotorrad. Tut mir leid. Ein bisschen Lobhudelei heute wieder, aber ganz ehrlich, fahrt das, probiert das. Schaut, ob es irgendwelche Nachteile von dem Moped findet. Ich finde so gut wie keinen. Ich bin begeistert. Also du brauchst auch keine Fahrhilfen, keine elektronischen, du brauchst keine Traktionskontrolle, geht da alles nichts ab? Nein, gar nicht. Also ich muss echt sagen, das Motorrad macht alles fast von alleine. Man glaubt gar nicht, also weniger ist mehr. Das Motto trifft da bei dieser Maschine definitiv zu. Du brauchst nichts, gut, es sind nur 74 PS, aber die kann man so schön handeln, so schön dosieren. Weit weg davon, dass ich irgendein Hilfsmittel brauche. Ich bin wunschlos glücklich.
Und trotzdem glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn ihr euch den Vergleichstest, den wir in nächster Zeit geplant haben, auf 1000 PS anschaut, wenn man diese Tenere hier mit der neuen KTM 97 Adventure R und auch mit der Honda Africa Twin, auch wenn die vielleicht ein bisschen andere Baustelle ist, vergleichen. Genau, ja, dazu vielleicht noch, seid ihr leiwand? Schreibt uns vielleicht noch in die Kommentare dazu, was ihr vielleicht noch als Vergleichstest seht zu diesem Motorrad. Würde mich auch wirklich irrsinnig interessieren, was ihr da so dazu sagt. Und wenn ihr schon dabei seid, wäre richtig lässig, einen Daumen hoch, vielleicht auch noch unseren Kanal abonnieren. Hilft uns irrsinnig weiter, wir können dadurch echt bessere Videos produzieren, tut euch nicht weh, für uns wäre es super. Also abonniert das Zeug. Ja, jetzt sind wir gefahren. Fahrerei war Wahnsinn. Ich bin immer noch ganz wiegelig. Der Herbert hat mich mitgenommen auf die Motocross-Strecken und mir ist da zeitweise wirklich ein bisschen der Atem gestockt, weil der Mensch fährt mit dieser 204-Kilo-Maschine. Wie war unser XC-Fahrrad? 25 Meter Sätze, scheißegal, wurscht. Also Herbert, ich glaube, die Maschine kann was im Gelände, können wir jetzt sagen, oder? Ja, also wir haben es einmal auf jeden Fall auf Herz und Nieren getestet. Und da ja mein Background aus Motocross und Enduro ist, war das natürlich für mich oberste Priorität, wenn ich mir so ein Motorrad einmal selber zulege, wie Offroad-tauglich ist das. Und also für mich hat es einmal ganz klar den Test bestanden. Wir waren eben auf der Motocross-Strecke, man wird es auch dann im Video sehen. Also es sind alle Sprünge gegangen, sogar der große Tisch. Voreindruck für mich eigentlich für die 204 Kilo, was das Fahrzeug hat, extrem handlich, auch am Offroad. Wendig, agil, auch vom Motor her. Es sind ja auch immer so diese Diskussionen mit diesen 700 Kubik. Muss ich jetzt ehrlich sagen, war für mich extrem überraschend, wie drehmomentstark der Motor ist, wie schön man das mit einem hohen Gang auch fahren kann und immer Power da vom Motor, ja, echt leibend einmal gewesen für mich. Also würde ich mir sofort selber kaufen. War echt, echt lässig. Okay, also ihr seht schon, der Herbert, also wenn der Profi einmal sagt, dass das gut funktioniert im Gelände, dann muss ich, der Amateur, so sagen, ja, wunschlos glücklich. Die Maschine hat mega arg performt. Vor allem, ich habe nicht einmal meinen ersten Gang gebraucht. Ich bin alles fast mit dem zweiten Gang gefahren, speziell im Gelände. Und dieses Drehzahlband, wie der Herbert eh schon gesagt hat. Also du kannst so schaltarm fahren. Es ist eine Erleichterung, ein Traum im Gelände. Kann das echt nur bestätigen, was er sagt. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass er das auch wirklich ausnutzt, dieses Motorrad. Und zwar wirklich ans Limit. Und der Mensch, ihr werdet es dann eben im Video sehen, ist geflogen. Und Fahrwerk, glaube ich, Herbert, oder hast du es einmal Metall auf Metall gehabt oder ist durchgegangen? Ja, also muss man schon dazu sagen, bei den großen Sprüngen, die wir gesprungen sind, für das ist es halt auch nicht gebaut. Da sind wir schon ans Limit gekommen, aber man muss sagen, so wie die Motorräder da stehen, ist eine komplette Serienausstattung. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, man will das Motorrad auf einer Rallye einsetzen, dann muss man natürlich das Fahrwerk ein bisschen von einem Profi bearbeiten lassen, härter machen, straffer machen lassen. Aber jetzt für diesen normalen Einsatz, wo es gebaut ist, dass man mal Schotterstraßen fahren kann, dass man Bergstraßen, wo einmal dann auch der Asphalt einmal zu Ende ist, da reicht es vollkommen aus. Was mir extrem gut taugt, auch, dass das Motorrad so back to the roots ist, komplett ohne diese ganzen Fahrhilfen und so weiter. Du kannst nur das ABS ausschalten für Offroad-Einsatz quasi. Ansonsten machst alles du selber. Und das war für mich, oder das ist für mich jetzt so ein bisschen das, was mir taugt. Weil diese ganzen neumodernen Fahrzeuge, da schalte ich alle Fahrhilfen ein und dann habe ich schon mal die Hälfte von der Miete, sage ich mal. Ne? Klar muss man das auch noch bewegen können. Das ist bei dem Fahrzeug eigentlich nicht. Da hat Yamaha diese Schiene eben, wie gesagt, back to the roots eingeschlagen. Taugt mir eigentlich extrem, weil wenn ich keine Traktionskontrolle und nichts habe, gerade eben jetzt in diese Offroad-Einsätze, dann musst du selber als Fahrer noch mit der Maschine eins werden. Du musst damit arbeiten, du musst damit das ein bisschen fühlen lernen und so weiter. Das hat mir extrem taugt eigentlich, muss ich sagen. Mir ist auch aufgefallen, ich kenne das schon, also es ist normalerweise schon so, dass so ein kleines Hilfsmittel wie Traktionskontrolle im Gelände oder wenn einmal die Straßen wirklich waschelnass ist, dir schon Sicherheitsgefühl vermitteln kann. Ja? Aber es ist dann natürlich auch so, wenn ich auf so einen Traktionsrall herumdrehe oder auf so einen Ansprechrall für den Gasgriff, ja, wenn das elektronischer Gasgriff ist und ich stelle mir das permanent anders ein, muss ich mir natürlich auch immer wieder neu an diese Einstellung und an die Maschine gewöhnen. Und das ist bei der Tenere wirklich so geil gemacht, dass du das alles nicht brauchst, weil das so einfach und geschmeidig zum Fahren ist. Du kannst dich irrsinnig schnell einlassen auf dieses Gerät und sie wird dich mit jedem Tag dann ganz sicher glücklicher machen. Ja. Herbert, gehen wir vielleicht einmal weiter. Motor,
haben wir gesagt, ja, brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr so viele Zahlen nennen. Der Max hat ja schon ein ganz intensives Video raufgeladen. Wir werden euch jetzt nur grob noch ein bisschen über die Fahreindrücke, also wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Maschine so unglaublich geschmeidig, angenehm, leicht und trotzdem präzise zu fahren ist. Starten wir mal beim Motor. Herbert, 689 Kubikzentimeter, IP2 Motor, wissen wir eh schon alle, aber Drehzahl, was sagst du, Leiwand? Also für mich, ich muss ehrlich sagen, Motor komplett ausreichend, Drehzahl auch, also das Motorrad ist vom Drehmoment, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe, es ist extrem drehmomentstark, gerade für diese 700 oder 698 Kubik, was das hat, reicht vollkommen aus. Also das Motorrad, man kann schöne Touren damit fahren, man kann Offroad damit fahren, man kann auch, was ganz wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben, zu zweit sehr leiwand fahren. Ich bin gestern zu zweit gefahren, ich bin heute zu zweit gefahren. Das Motorrad rennt auch, wenn du zu zweit bist, schön in die Kurven rein, ist sehr agil, ist wirklich sehr vorfreudig, auch von der Sitzbankposition her. Dadurch, dass der Beifahrer hinten nicht so viel höher sitzt, ja, bist du auch im Kurvenfluss relativ von der Wendigkeit her echt leiwand zum Fahren. Das ist auch, glaube ich, so ein Kritikpunkt, was für viele Leute natürlich ist, weil du willst ja dann mit deinem Partner, Partnerin irgendwo einmal eine Tour machen, willst einmal auf Eis fahren oder wo auch immer hin. Und da muss man auch sagen, da ist das Motorrad einfach von dem ganzen Schwerpunkt und so, wie es gebaut ist, extrem leiwand. Mhm. Gehen wir gleich vielleicht weiter zu den Reifen. Wir haben da drauf den Pirelli Scorpion Rally STR. STR steht in dem Fall für Street. Den gibt es auch ohne STR, dann schaut er ähnlich aus, nur ein bisschen weniger zwischen den Stollen ist los. Ja, ich persönlich muss sagen, geiler Reifen. Im Schlamm haben wir natürlich nicht bewegt, aber solange es trocken ist, super Gerät. Also auf der Straße Mördergrip, glaubst nicht, dass das ein Stolle ist, und im Gelände kannst du den Stotter spritzen lassen. Also Herz, was willst du mehr? Herbert, Profifahrer, fällt ein bisschen eine Stolle, ganz ehrlich? Also, wie gesagt, so wie der Reifen jetzt ist, also wir sind ja eben, wie gesagt, nur großteils Offroad gefahren, er performt eigentlich echt lässig. Und es ist auch auf der Straße so, dass er eben, wie du sagst, er hat kein arges Laufgeräusch, er vibriert nicht. Und im Gelände, so wie du sagst, man kann ihn Schotter spritzen lassen, er hat auch einen Grip. Wir sind zwar jetzt eben, wie du sagst, nicht im Gatsch gefahren, aber wir sind auch am losen Schotter gefahren. Und selbst da baut er eigentlich eine gute Traktion aus. Also die Reifenwahl ist durchaus wirklich gut gelungen, muss man sagen. Das passt, definitiv. Ja, ja, absolut. Ja, dann natürlich die Federelemente, ja. Vorne 210, 43er Kabel. Es wird dann in Zukunft sicher von anderen Herstellern noch Cartridge-Systeme oder sonst was geben. Hinten haben wir 200 mm Federweg, einstellbar mit einem hydraulischen Handrad. Das heißt, ihr müsst da nicht den Schlüssel rausholen und blöd herumdrehen. Ja, ich habe jetzt vielleicht noch ein paar Sätze zum Fahrwerk. Hast eh schon fast alles gesagt, aber die Leute sind neugierig, weißt du hast dich da, also wenn die Bilder sehen wollen, sicher hören, was du da zum Sagen hast. Also ich glaube, beim Fahrwerk müssen wir dann fast Bilder sprechen lassen. Ja. Aber eh, wie ich vorher schon gesagt habe, also es ist für eine Serienabstimmung echt harmonisch. Also es liegt auf der Straße gut, du hast extreme Durchschlagreserven. Es liegt im Gelände, es liegt auf die Schotterstraßen sehr gut. Es ist sehr harmonisch, auch die Balance zwischen vorne und hinten gelungen. Und eben, wie gesagt, in diesem harten Offroad-Einsatz, so wie es wir heute halt jetzt gemacht haben, auch weil wir halt natürlich gesagt haben, wir wollen für euch ans Limit gehen, ja, ist die Frage, wie viele das dann im Endeffekt machen. Und die, die es halt dann machen, wie gesagt, geht sogar ein bisschen mehr Öl in die Gabel rein, dass es ein bisschen härter ist, dass mehr Durchschlag, dass, also mehr Polster hast natürlich. Da gibt es dann kleine Abhilfen. Mal schauen, ich habe vielleicht sogar einen Plan, mit dem Motorrad irgendein größeres Enduro-Rally-Event einmal zu bestreiten. Und da werden wir euch dann auch am Laufenden halten, wenn das zustande kommt, was wir dann adaptieren, damit wir dann wirklich renneinsatzfähig sind. Aber diese Grundabstimmung, die Yamaha da für das Motorrad getroffen hat, muss man sagen, ist wirklich perfekt. Also die Balance, wie gesagt, was auch wichtig oft ist, die Balance zwischen vorne und hinten stimmt optimal. Und für den normalen Einsatz hast du genug Reserven. Also ja, auch wenn du zu zweit fährst, also oft ist ja so, dass wenn du dann zu zweit fährst, das hinten extrem einsinkt, ja, und natürlich dadurch das Fahrverhalten veränderst, wäre mir jetzt eben nicht aufgefallen, obwohl ich jetzt zweimal zu zweit auch gefahren bin auf der Tour. Also ist perfekt. Also Hut ab, Yamaha, alles richtig gemacht. Gibt es noch die Optik natürlich?
ja, Rallye vom Feinsten, sage ich jetzt einmal, wenn man sich diese Front anschaut, das ist aggressiv, das ist richtig geil, wie frisch von der Dakar stehen geblieben. Herbert, was sagst du? Nein, also ich muss jetzt ehrlich sagen, von meiner Seite her würde ich jetzt einfach sagen, mir ist nur mehr die Qual der Wahl der Farbe. Der Rest ist perfekt. Und da haben wir halt diese drei Modelle in weiß-rot, in schwarz-grau oder halt dann blau-schwarz-grau. Wird schwer zum Entscheiden, aber ansonsten muss ich sagen, Top-Motorrad. Eine leibender als die andere, ne? Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, bei mir ist jetzt der Mille vom Tenere Owners Club. Sieht man auch ganz dezent an seinem wunderschönen Bäckerl da am Oberarm mit seiner Tenere. Die werden wir euch nachher auch zeigen. Das ist nämlich keine normale Tenere, das ist schon was ganz Wages. Die schauen wir uns nachher auch nochmal genauer an. Mille, du bist das jetzt auch schon gefahren, die neue, diese Schönheit. Was sagst du dazu? Was sind deine ersten Eindrücke? Bin wirklich hellauf begeistert, also sehr positiv überrascht. Das Handling ist ein Wahnsinn. Der Drehzahlbereich vom Keller raus bis im Begrenzer durchgehend Zug. Ich muss sagen, Respekt an die Konstrukteure, was das uns auf den Tisch gestellt haben. Das war wirklich eine geile Fahrt. Ja, Mille hat auch gerade erzählt, auf der Straße selbst hat er einmal trotz dem Pirelli SDR-Reifen, steht zwar Straße drauf, aber er hat es gleich mal auf die Fußrasten gelegt und geschaut, ob es eh hält. Und Mille, was sagst du? Straße auch voll in Ordnung, oder? Man hat am Anfang ein sehr kippeliges Gefühl, also sie will richtig in die Kurve, die fällt im ersten Moment, das ist ungewohnt, vielleicht von mir, weil ich von älteren Motorrädern komme, aber wenn sie mal dann in der Kurve liegt, ist sie so stabil, da kannst du mit einer Hand locker fahren, du hast kein ungutes Gefühl, das ist bombensicher. Also wirklich ein Traum zum Fahren und dann später war es dann die Geländepassagen, für das, dass ich nicht viel Gelände fahre, war es echt ein Traum, also super einfach zum Händeln, das Feedback vom Vorderrad, ein Traum. Kann es nicht anders beschreiben. Wirklich exzellent. Okay, super. Und jetzt ganz ehrlich, ich meine, dein Motorrad, so wie du es hergekriegt hast, einzigartig, braucht man nicht reden, aber ganz ehrlich, überlegst ein bisschen schon, ob du vielleicht einmal auf diese wechselst? Es wird jetzt nicht gerade bei dem ersten Schwung dabei sein, aber so in den nächsten Jahren wird es ja auf jeden Fall bei mir im Thema sein. Das bleibt im Hinterkopf. Man wird es sicher mal kaufen, garantiert. Glaube ich auch, das kann man aber nicht von der Liste streichen, sowas. So, und Kameramann, jetzt ganz kurz, schau mal, zoom da mal bitte rein, schaut euch das an. Und die Maschine, schauen wir uns jetzt noch in echt an. Kommt's mit. Ja, wir sind jetzt beim Mille seiner Tenere, Baujahr 92. Und ja, Mille, erzähl uns ein bisschen was. Ich habe gesehen, du hast da ordentlich investiert. Ja, da habe ich mir ein bisschen einen Floh ins Ohr gesetzt, das ist ein bisschen ausgeartet. Angefangen hat es eigentlich nur mit dem Gedanken, vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben. Rausgekommen ist dann halt ein 900er Motor mit Flachschiebervergaser. Das Ganze noch mit leichter Lichtmaschine. Andere Übersetzung, Getriebe habe ich dann von einer 850er genommen, weil da die Abstufungen besser sind. Dann noch Carbonverkleidungen. Die Gabel habe ich mir aus einer 990er Adventure R ausgeborgt. Da habe ich halt eigene Brücken noch angefertigt. Cockpit habe ich von Koso so was Günstiges reinbaut, dass das parallel mit Navi halt geht für Langstreckenfahren. Ja, so im Großen und Ganzen, das war mal der Überblick drüber. Ja. Unglaublich, also ihr seht selbst, bei älteren Modellen zahlt es sich immer noch aus, dass man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und sich ja, sein Traummotorrad draus baut, wenn man will. Tenere bzw. Yamaha macht es jetzt mit der neuen Tenere nicht unbedingt leicht für den Weg, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich habe heute echt noch keinen gefunden, der irgendwie ein Problem mit dem neuen Rad gehabt hat oder wirklich grobe Fehlerquellen da irgendwo gefunden hat. Die Maschine dürfte einfach wirklich ziemlicher Wahnsinn sein, speziell für den Preis von 10.499 Euro in Österreich. Das muss da erst einmal wer nachmachen, oder Mille? Wie siehst du das? Ist für dich, was sagst du zu dem Preis? Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Und was ich jetzt so mit der Bar schon geredet habe, es ist ja dann noch ein 500-Euro-Gutschein dabei, wo du dann quasi Zubehör kaufen kannst. Weil natürlich auf der Tenere, du wirst längere Strecken fahren, ein Sturzbügel muss fast sein, Koffer vielleicht noch. Aber dann ist das Paket eigentlich komplett. Fahrwerkstechnisch, motorisch würde ich nichts ändern dran. Das ist sogar der Auspuff mal gelungen im Vergleich zu anderen Motorrädern. Genau, ja, das ist nämlich auch für einen Euro 4 Auspuff. Also wir werden dann später noch einmal mit Lindner Herbert kurz darüber reden.
der bollert richtig, der hat einen Sound, der sprotzelt. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben mit der Euro 4, aber alles richtig gemacht, Burschen und Mädels von Yamaha, das ist einmal wieder ein geiler Auspuff. Ja, Mille, dann sage ich mal danke. Bitte. Hat mich wirklich gefreut. Super Rall. Weiter so und wir werden uns sicher in Zukunft noch einmal sehen. Garantiert. Sowieso. Danke. Bitte. Also, zur Geschichte von diesem wunderbaren Motorrad, die Tenere. Wir schreiben jetzt 2019, 36 Jahre Tenere. Ganz schön lange Zeit, älter als ich. Losgegangen ist alles damals. 1983 mit der XT600Z Tenere. Ist produziert worden bis 91. Von 91 bis 99 haben wir dann die XTZ660 Tenere. Parallel dazu ist dann dieses wunderschöne Gerät gekommen. 1989 bis 97 die XTZ57 Super Tenere. Super Tenere, weil es einfach nur mal super viel leibender war als die normale und einfach ein bisschen mehr Bums noch gehabt hat, was damals echt leibend war. Dann ab 2008 die XT660Z Tenere, der letzte leibende Einzylinder von Yamaha, falls euch erinnert, mit der ganz geraden Scheiben vorn, mit dem großen Licht, auch schon sehr, sehr rallymäßig die ganze Geschichte. 2010 dann die XT1200Z Super Tenere, das Schlachtschiff haben wir heute auch da drüben stehen, wird es dann sicher auch noch ein paar großartige Aufnahmen von dem Motorrad sehen. Woher kommt eigentlich der Name Tenere? Der kommt von der gleichnamigen Wüste im Niger, durch die auch mehrfach die Rallye Dakar durchgegangen ist. Das war eine richtig anspruchsvolle Etappe. Ich habe das einmal probiert zum Googlen und ein paar Videos zum Finden. Also das ist richtig hart zur Sache gegangen. Da hat sich Yamaha natürlich gleich gedacht, passt, guter Name für unser nächstes Motorrad. Durchzogen bis jetzt. Das Resultat ist ja unglaublich. Wir haben eine Wahnsinns-Fangemeinde da. Tenere, dieser Name, ja, das ist eine Legende geworden mittlerweile. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da für ein Fanclub ist. Also unglaublich, was die eigentlich wirklich für einen Spirit aufgebaut haben. Und das geht eigentlich auch nahtlos über in die neue Tenere 700, wenn man sich das anschaut. Also Rallye Dakar, ganz groß geschrieben. Diese Front habe ich so noch nicht gesehen. Das kenne ich eigentlich wirklich nur von den klassischen Rallye-Umbauten, wo es dann schön die Rallye-Front hast, ein klares Sichtfeld hast, das Windschild schön steil, damit du da nicht in den Helm reinfährst. Also wirklich einzigartig, ich bin total happy mit dem Design. Ja, bei mir ist jetzt hier der Xavier Desultré. Hello. Servus Xavier, hello, how are you? Fine, thank you. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennt. Die meisten Dakar-Schauer werden ihn natürlich kennen. Der Herr ist heuer bei der Dakar mitgefahren, nicht nur heuer. Yamaha-Werksfahrer natürlich. Xavier, can you tell us something about the new Tenere? I cannot tell you more than you already know. It's an easy bike, a simple bike, adventure bike. Lot of people now, at least in France, buy old bike like old Tenere. But now with this, to make the adventure, now with this you have a new bike, yeah, not so expensive, and with this bike you can go where you want. No more electronic, yeah. It's very easy to do, you can cross the desert like this. Yeah. If you want to cross the desert, which kind of bike you buy now? Yeah. A rally bike? It's not easy to buy because it's very expensive and you need to have a mechanic every day or today. With this you can cross all the deserts you want in China, in Africa. And Yamaha bring a solution to somebody who wants adventure. Yeah, yeah. So great, you already told me first time you have ridden the bike was in Spain, right? Yes. The first test. How was the feeling there when going off-road compared to a real Dakar bike? I mean, you can't really compare this one, but how capable is it really? It's a bike I can buy. And I ask Yamaha, please, maybe can I have one to ride all the year in close to my home, or if I want to go to travel with this, because actually the adventure bike is too big, very big, yeah, very expensive, very. It's a big bike. An enduro bike, if you want to go a little bit on the road, yeah, it's not possible to make a longer trip with this. But it's for me, it's totally a new bike, yeah, like the old Tenere. Yeah. And maybe we can go. Maybe Africa is not.
we can cross desert and you see nobody now. But maybe with this we see a lot of riders now in next month or next year. Okay. Ja, also so wie Xavier sagt, es ist ein Motorrad für ihn, er fährt Dakar, aber er sagt auch, das ist ein Motorrad wirklich für ihn, er wird sich's auch kaufen. Und er erwartet auch in Zukunft, wenn sich das wirklich gut verkauft, dass man in Zukunft sogar in der Wüste von Afrika vielleicht nicht mehr ganz so alleine ist und ein paar Tenere 700 Fahrer sieht. Xavier, thank you for your time. Thank you. Nice meeting you. Thank you. Thank you. Yeah, for sure. Next season, nächstes Jahr Afrika. Wir sehen uns alle dort, Burschen und Mädels. Ja, bei mir ist der Lukas, Chefredakteur vom Erzberg Rodeo. Servus, Lukas. Grüß dich. Ja, mein Name ist Peter, heute sind sehr viele Lukas unterwegs. Also der Lukas ist Chefredakteur vom Erzberg-Rodeo und Motorradreporter. Und der Lukas hat natürlich irrsinnig viel Erfahrung rund ums Erzberg-Rodeo. Und da gibt es ja auch den Prolog, Lukas. Und im Prolog fahren immer wieder auch Zweizylinder-Bomber mit. Jetzt Frage an dich, Lukas, was glaubst du, ist das ein ordentlicher Anwärter für den Prolog? Ja, jetzt grundsätzlich muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber ja, definitiv ist das einmal ein Motorrad, mit dem man ganz normal dort gewinnen kann, wenn gewisse Voraussetzungen passen. Einerseits natürlich eine andere Bereifung gehört drauf für einen Prolog. Ja. Setup gehört ein bisschen gemacht. Für die hohen Geschwindigkeiten oben ist eigentlich eine lange Gerade, da gibt es Topspeed bis 190 km/h. Vielleicht die Übersetzung ein bisschen ändern, abändern vom Original her. Aber letzten Endes brauchst du auch einen Fahrer, der das bewältigen kann, die D7 da oben. Und es gibt ein paar Fahrer in Österreich, also wenn ich denke an den Rudi Böschel, Klaus Martinjak, also definitiv die Antwort ist ja, man kann mit der D7 in der großen Hubraumklasse den Black Leather Iron Road Prolog locker gewinnen. Also gewinnen sogar, also das heißt, ich sage einmal in der großen Hubraumklasse, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ist klar, ja, ja, ja. Naja, das heißt, ich sage einmal, auch wenn ich jetzt nichts tue, durchkommen, kein Problem, oder? Prolog, kein Problem, auch für dich, ja. Ideal, also hört das. Vielleicht setzt mich nächstes Jahr im Prolog. Und für den Herbert Lindner werden wir noch einen Startplan zu organisieren für den Prolog, ne? Ja, da wird sich der Herbert sicher freuen. Also, einschalten nächstes Jahr, Erzberg, Prolog wird leiwand. Bei mir ist da jetzt der Mario vom Tenere Owners Club. Servus Mario. Servus, grüß dich. Servus, grüß dich. Ja Mario, du bist auch gerade zurückgekommen. Ja. Würde mich wirklich interessieren, wie ist der gegangen, wie taugt es dir? Ja, Mörder, ich finde es herrlich, unglaubliches Bike, was sie zusammengebracht haben, da haben sie alles richtig gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob der helfen mehr kann als ich, was im Normalfall eh gut ist. Aber wir haben am Anfang jetzt ein bisschen am Asphalt probiert am Vormittag. Ich habe dann jetzt die erste richtige Schottereinheit. Bin mit der hohen Version gefahren, weil ich doch ein bisschen größer gebaut bin. Und es war unheimlich lustig, extremst anstrengend teilweise, weil ich jetzt schon eine Zeit nicht mehr gefahren bin. Ich fahre momentan 750er, die alte Version. Dagegen ist das natürlich agile, leichte Geschichte mit knapp 200 Kilo, also finde ich ganz, ganz großartig. Ja, ja, leiwand. Also für alle, die nicht kennen, der Mario ist vom Tenere Owners Club in der Schweiz, wird auch genannt Mario. Da habe ich gerade gehört, die gibt es seit 83, also seit der ersten Tenere, also die Schweizer Partie. Ja. Also da sieht man schon, die sind dahinter, hinter der Legende. Und der Mario und auch die ganze Partie, die von Mario da ist, mit denen habe ich heute echt viel Zeit verbracht und viel plaudert, die schwärmen alle von dieser Tenere. Also man sieht schon, die Fangemeinde hier ist riesengroß. Und jetzt Mario, ganz ehrlich, du hast gesagt, du hast die 750er, jetzt bist du die 700er gefahren. Wartest noch, überlegst schon oder bestellst gleich? Ich würde mal sagen, die ist so gut wie gekauft. Ist eine reine Geldgeschichte. Wir haben schon sehr lange auch, wir haben jetzt da die 30 Jahre Super Tenere, die ist 89, ist die erste rausgekommen. Ich habe eine blau-weiß-gelbe gehabt, der erste Ausgabe, eine First Edition, ich habe eine 94er gehabt. Ich komme eigentlich von der XT350, dann Tenere 500, Einzylinder, meine Frau hat eine 660er gefahren. Und es ist irgendwo von der Leichtigkeit wie ein Einbaum, also ein Einzylinder, hat aber super Durchzug. Du kannst da im Kleinen mit der ersten, zweiten fahren. Ich finde das Setup ganz, ganz großartig. Back to the roots, down to the earth, wirklich das Display, alles rundherum ist genau das, wo wir beim 30-Jahres-Treffen in der Schweiz, da war der Franco Pico dabei, unser alter Dakar-Pilot, da war der François Olivier, einer der Cousin vom Erfinder der Tenere eigentlich. Wahnsinn. Und da haben wir genau von so einem Bike gesprochen. Und da muss man sagen, danke an Yamaha, dass die wirklich da einen Prototypen rausschmeißen und auch hier um die Welt fahren und die Clubs fragen und die würden fordern, was muss das kennen und dann so ein Gerät zaubern. Und dann noch, ich sage mal, um den Preis, da gibt es nichts zum Motzen, da kann man einfach nur hingehen zum Händler und kaufen. Ja, also ihr seht schon, die Wartezeit
hat sich wirklich gelohnt. Es haben viele Leute echt ein bisschen gejammert. Gefällt mir. Aber ja, ich habe heute noch nichts Schlechtes gehört über die Maschine. Ja, 3 Jahre, aber ganz ehrlich, lieber 3 Jahre und dann ein Botzenrau als 3 Jahre und dann halt wieder so ein, naja, bei den meisten Reiseenduros, wir kennen das Problem, man findet immer irgendwas, was nicht jetzt Sitzbank da, Fußrasten dort, Lenker, dann braucht man wieder Erhöhung. Es gibt so einen steirischen Spruch, der heißt, wenn du einen Hund schlagen will, finde ich einen Stecken. Nein, es ist natürlich kein WR450 im Rallye-Umbau. Ja, freilich, ja. Natürlich ist es auch kein 1200er Meter, ich weiß nicht wohin vor. Es ist für mich die eierlegende Wollmilchsau und das zu einem Preis und sie funktioniert und das ist ganz wichtig. Ja, man kann auch rauchen, wir haben heute schon ein paar Leute wählen gesehen, was sicher wäre von euch. Gell? Und ja, an die 1000 PS-Gemeinde, ganz großes Danke, Nils. Gute Besserung, gell, dass der gut wieder auf die Runden kommt. Eine Zunge auf jeden Fall ausrichten. Herren, gell? Und wir haben eine Riesenfreude dabei zu sein. Und na, es ist ja, Weihnachten und Ostern. Absolut, ja, mir geht es absolut ähnlich. Ich bin überglücklich, dass ich auch mit so tollen Leuten da wie Mario reden kann. Es ist echt nicht selbstverständlich, dass man bei solchen Events so unglaublich begeisterte Fans trifft und findet, vor allem mit denen man auch wirklich nur über ein Modell so ausgiebig reden kann. Es ist wirklich, wirklich nett, hat mich irrsinnig gefreut, Mario. Danke und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal sehen. Aber ganz sicher. Gut, ciao. Ja, mir bleibt jetzt leider nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, danke, dass ihr dran geblieben seid. Seid so gut, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir gerne einen netten Kommentar da. Idealerweise abonniert noch unseren Kanal, das hilft uns nämlich irrsinnig weiter, noch bessere, noch leibendere Videos zu produzieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.